Meine lieben Aktienfreunde, was macht der Dollar? Er steigt. Er steigt gegenüber dem Euro, er steigt gegenüber anderen Währungen, werden wir auch gleich sehen. Und warum ist es für uns als Aktionäre, also auch langfristige Aktionäre, interessant? Zum einen, weil er unsere Rendite direkt beeinflusst, der Wechselkurs, nämlich weil wir die meisten von uns die Depots in Euro uns anschauen, Marktwert in Euro, werde ich Ihnen auch gleich zeigen, was das für massive Auswirkungen hat. Alleine der starke Dollar jetzt im Jahresverlauf 2022. Zum anderen aber auch hat der starke US-Dollar indirekte längerfristige Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne und damit auch auf die Aktienkurse der Unternehmen und damit natürlich dann auch wieder auf eure Depot-Performance, egal dann, ob es in Euro ist oder in US-Dollar. Mein Name ist Thorsten Tiedt. Wir werden uns jetzt ganz intensiv mit den Wechselkursen beschäftigen. Und ich möchte euch auch zeigen, wie ihr von den Wechselkursen profitieren könnt. Wenigstens theoretisch und damit es auch praktisch klappt, habe ich auch parallel dazu einen Artikel geschrieben. Und in dem Artikel dann selbst werde ich euch über 100 Aktien in einer Liste zeigen von Unternehmen, die von einem starken US-Dollar profitieren, weil sie hauptsächlich oder wenigstens sehr stark im US-Raum Umsätze erwirtschaften, die dann in Euro mehr wert sind und diese Unternehmen bilanzieren in Euro, die haben also Wechselkursgewinne dann. So, ja, mein Name ist Thorsten Dietz, geht ums langfristige Investieren in Aktien. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema Wechselkurse und ich werde außerdem auch noch drei Unternehmen ganz konkret euch vorstellen, die im Euro-Raum bilanzieren und von denen man auch erwarten kann, dass sie jetzt einen Earnings Boost kriegen durch den starken Dollar. Also haben wir da ein bisschen was vorher. Dann würde ich aber mal sagen, fangen wir mal an und zwar mit den Basics. Und zwar, das ist hier der Artikel. Wir haben ganz schnell auch durch die Liste gescrollt. Und was ist mit diesen massiven Auswirkungen, von denen ich gesprochen habe, die der starke Dollar auf euer Depot hat? Das sieht man super im Starterdepot, weil hier weisen wir auch aus, wie hoch die Wechselkursgewinne sind. Wenn ihr jetzt seht, das Starterdepot, wir sparen 20 Qualitätsaktien im Starterdepot mit insgesamt 500 Euro, sondern 500 geteilt durch 20 sind 25 Euro. Das ist die Sparplansumme, die wir jeden Monat in eine dieser 20 Aktien stecken, beziehungsweise in jeder dieser 20 Aktien stecken. Und das Ganze machen wir seit rund 2 Jahren. Und dann haben wir auch hier Kursgewinne, über die wir uns freuen. Dann haben wir aber auch hier nochmal gesagt, beziehungsweise differenziert, woher kommen denn die Kursgewinne? Kommen sie zum Beispiel durch Wechselkurse? Und siehe da, 1900 Euro von den 2150 Euro sind Wechselkursgewinne. Das heißt, viele von euch werden, und das sehen wir hier im Starterdepot nach Land und Region, genauso wie hier auch im Starterdepot, sehr viele Aktien haben, die aus den USA sind. Also hier in Nordamerika und dann USA 70%, über 2 Drittel hier im Starterdepot, dann der Rest noch so ein bisschen Europa und ganz wenig China. Und diese Aktien hier, die notieren in den Hauptbörsen in US-Dollar. Und wenn die einfach nur seitwärts laufen und US-Dollar an Wert gewinnt gegenüber dem Euro, dann werden die Aktien in Euro mehr wert. Und das führt dann zu Wechselkursgewinnen. Und wie hoch die dann ausfallen, das sieht man dann beispielsweise hier. Das ist jetzt über die komplette Laufzeit. Ich habe hier in dem Artikel aber beispielsweise auch mal gezeigt, alleine hier im Jahr 2022, wenn du da 10.000 US-Dollar gehabt hättest, müssen nicht mal Aktien sein, einfach nur, du hättest deine Euro umgetauscht in US-Dollar und es wären 10.000 US-Dollar dann gewesen, die du dann auf deinem Fremdwährungskonto hast, dann hättest du. Ein Tausch war zum 31.12. letzten Jahres 2021, von mir aus gerne auch Silvester, beziehungsweise Neujahrestag, macht keinen Unterschied. Und dann hättest du jetzt 1084 Euro gewonnen, also hättest nur durch die Wechselkursveränderung. Also ist massiv und das Interessante ist, das ist nicht erst seit 2022 der Fall, dass der US-Dollar steigt gegenüber dem Euro. Das ist im Prinzip schon der Fall seit der Finanzkrise. Das siehst du hier in dem Bild. Das ist der Wechselkurs Euro zu US-Dollar und du siehst, dass es volatil, aber dennoch bergab geht die ganze Zeit mit dem Euro. Es war auch mal anders. Also wenn wir hier noch das hätten, wie es nach der Gründung des Euro gelaufen ist, 1999 hat er erstmal massiv
an Wert gewonnen gegenüber dem US-Dollar. Da hat es erstmal so ausgesehen, als würde das entgegen aller Unkenrufe von Ökonomen doch funktionieren, unterschiedliche Wirtschaftsräume einzubinden. Das war quasi so ein bisschen Doping, vor allem der Südländer gewesen, die dann an billiges Geld gekommen sind. In Spanien, ich kann mich noch gut erinnern, sind Geisterstädte gebaut worden, da gab es dann einen Bauboom. In Griechenland sind die Fakelaki durch die Gegend geschoben worden, von links nach rechts, haben sich ganze Inseln dann irgendwelche behauptet, sie wären blind und haben dann irgendwelche Zusatzrenten bekommen. In Italien hat Berlusconi Bunga Bunga Partys gefeiert, also es hat da alles toll ausgesehen, also war da so Partystimmung. Geld war plötzlich da, billiges Geld war plötzlich da. Und dann hat es auch noch gerade noch diese Finanzkrise, die erstmal so ausgesehen hat wie eine reine Immobilienkrise in den USA, die dann auch noch auf den Dollarkurs gedrückt hat. Hat dann zur Folge gehabt, dass wir teilweise hier 1,60 Dollar bekommen haben für 1 Euro. Momentan kratzen wir an der Parität. Und dann hat man gemerkt, oh, die Finanzkrise oder die Subprime-Krise, die Immobilienkrise in den USA, die springt über den großen Teich. Die macht ja gar nicht der Halt. Sie ist dann in Europa gelandet. Dann mussten die Staaten, also zum Beispiel auch die Bundesrepublik Deutschland, unterschiedliche Institute wie die Commerzbank retten. Und dann hat man plötzlich gesehen, ist ja doch ein Problem mit den unterschiedlichen Wirtschaftsräumen. Es war auch die Zeit, wo die AfD gegründet wurde, als erstmal rein europaskeptische Partei, wo Olaf Henkel durch die Talkshows getigert ist und für den Nord- und den Südeuro geworben hat. Das ist jetzt alles schon wieder längst Vergangenheit, vielleicht kommt es jetzt auch bald wieder. Und ab da gab es dann auch wirklich massive Probleme, sind dann alle in relativ kurzer Zeit aufgetaucht, dieses Nord-Süd-Gefälle, die unterschiedlichen Wirtschaftsräume. Und dann ging es halt jetzt so in Wellen, sage ich mal, mit dem Euro bergab. Das ist jedenfalls meine Interpretation der Großwetterlage. Und invers dazu, immer wenn es mit dem Euro bergab ging gegenüber dem US-Dollar, dann sind hier in unserem Beispiel wieder 10.000 US-Dollar in Euro, sind diese immer mehr wert geworden. Wenn wir jetzt Anfang 2008 10.000 US-Dollar gehabt hätten und dann siehst du, dass diese 10.000 US-Dollar, das sind sie, in Euro umgerechnet, immer mehr wert geworden wären und da hätte man jetzt schon Kursgewinne gehabt von Pi mal Daumen 4.500 Euro. Was werden das jetzt sein? Euro. Ja, müssen Euro sein. 4.500 Euro im Zeitraum seit 2008. Also sind massive Verschiebungen, die man da hat. Und wer schon länger dabei ist als Aktionär und eben entsprechend US-Aktien hat, der hat das alles mitgemacht, also wer schon seit 2008 dabei ist, und hat massive Kursgewinne eingefahren, alleine durch die Wechselkursverschiebung, weil sein US-Dollar-Anteil im Depot einfach viel mehr wert geworden ist. Viele Leute sind sich dessen gar nicht bewusst. Jetzt könnte man sagen, ja, alles super, der Dollarstärke ist quasi so ein Renditeturbo und dann ist ja alles in Butter, muss man sich keine Sorgen machen. Nein, das stimmt nicht ganz, leider, denn es gibt ja auch Unternehmen, wir haben viele US-Unternehmen im Depot und was passiert bei diesen Unternehmen, wenn sie Zahlen berichten oder wenn ihre Umsätze, die sie in Euro machen, entsprechend weniger wert werden in Dollar, dann wirkt sich das auch nachhaltig bzw. negativ sowohl auf die Umsätze in US-Dollar als auch auf die Gewinne in US-Dollar aus. Das ist dann ein Problem, weil es dann eben ja, enttäuschende Zahlen geben kann, die Börsen entsprechend reagieren und der Aktienkurs sinkt. Jetzt haben gerade erst am Freitag beispielsweise BlackRock veröffentlicht, die neue Berichtssaison fängt an und auch die haben enttäuscht, beispielsweise bei den Umsätzen, ich glaube, sie gingen um 6% zurück. Wir werden übrigens am Montag zu BlackRock auch ein Earnings Update veröffentlichen auf unserem Blog. Und so wie ich mitbekommen habe bereits, haben sie auch unter anderem gesagt, ja, die Wechselkurse, der schwache Euro bzw. der starke Dollar, der drückt auch auf die Performance bzw. hat aufs Ergebnis gedrückt. Und dann gucken wir uns einfach mal ganz kurz BlackRock an. Nur als Beispiel, dass es alles andere als eine Überraschung ist und dass wir hier sowohl auf der Hut sein können, BLK müsste das Symbol sein, also dass wir uns wappnen können auf negative Überraschungen zum einen und zum anderen aber auch, dass wir davon profitieren können. Das wäre dann die Liste
von den über 100 Unternehmen bzw. Aktien, die viel Umsatz machen im Dollarraum und davon profitieren. Aber BlackRock macht jetzt hier beispielsweise, hat im letzten Geschäftsjahr 32% knapp der Umsätze in Euro gemacht. Das ist diese blaue Fläche hier und die ist jetzt leider weniger wert in US-Dollar. Insofern absolut nicht überraschend, dass die Zahlen aus dieser Perspektive heraus enttäuschen, ja, enttäuschen müssen. Es gibt noch andere Unternehmen, die Ähnliches haben werden, ähnliche Probleme, zum Beispiel Philip Morris, wenn wir da gucken, dass die grüne Fläche jetzt der Umsatz, den sie im Euro-Raum erwirtschaften, bilanzieren übrigens auch in US-Dollar, Philip Morris, und das sind sogar knapp 40% und auch diese 40% vom Umsatz werden weniger wert werden. Moderna zum Beispiel und auch viele andere Unternehmen, die werden alle Probleme haben. Da muss man mal gucken, wie die Börse damit umgeht, ob die jetzt erstmal sagt, ja, war uns allen klar, oder ob sie sagen, oh, es enttäuscht und dann den Kurs gen Süden schicken. Das wäre natürlich dann die Kehrseite der Medaille von der Dollarstärke als Rendite-Turbo. Dann wäre da die Dollarstärke ein Rendite-Killer. Gut, jetzt gibt es aber noch die andere Richtung von den Unternehmen, die insbesondere die in Euro bilanzieren und aber viel Umsatz im US-Dollar-Raum erwirtschaften und die profitieren jetzt von der Entwicklung. Wenn die jetzt Quartalszahlen melden, dann werden die Quartalszahlen einen Boost bekommen, dadurch, dass der US-Dollar jetzt in den letzten Monaten, also im letzten Quartal, so stark zugelegt hat. Und jetzt natürlich die Frage, ja, welche Unternehmen sind denn das? Und dann habe ich hier eine Liste erstellt und die könnt ihr dann da auch runterladen in dem Artikel, den ich jetzt dann auch parallel zum Video veröffentlichen werde. Das seht ihr hier in der Spalte den Umsatzanteil in US-Dollar. Und es gibt also Unternehmen tatsächlich wie Paradox Interactive, die erzielen 84% ihrer Umsätze in US-Dollar. Ob das jetzt ist, ist natürlich ein bisschen spekulativ, aber beispielsweise auch gestandene Qualitätsunternehmen wie, und da gucken wir uns jetzt mal drei Stück an, die sicherlich vom starken US-Dollar profitieren werden. Und dann fangen wir mal an, würde ich sagen, mit Fresenius. Und wir machen auch so ein bisschen Learning nochmal draus. Zunächst einmal sehen wir hier, dass Fresenius als deutsches Unternehmen, Tochter von Fresenius SE, das ist das Fresenius Medical Care, die sich um die Dialyse kümmern, um Nierenschwäche, Nierenversagen. Die sind Marktführer, Weltmarktführer, haben einen ganz starken Marktanteil auch in den USA und dort machen sie, sage und schreibe, knapp 70% der Umsätze. Und das hat natürlich dann der Dollarkurs massive Auswirkungen aufs Geschäftsergebnis. Ich gucke auch bei allen drei Unternehmen, habe nachgeschaut, was die in ihrem Jahresbericht schreiben zum Wechselkurs. Und da steht dann zum Beispiel Wechselkursentwicklung. Die Entwicklung der Wechselkurse hat einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsergebnisse von Fresenius Medical Care, da wir weltweit tätig sind. Für uns ist vor allem die Entwicklung der beiden Währungen US-Dollar und Euro entscheidend, da wir einen Großteil unserer Umsatzerlöse in den USA erwirtschaften. Richtig, das sehen wir ja genau hier. Und da wird es jetzt sicherlich einen Wechselkursboost geben, wenn Sie die Quartalszahlen dann veröffentlichen, die neuesten. Wir analysieren aber, was trotzdem natürlich immer ganz wichtig ist, und darum geht es mir auch, wir haben immer besondere Herausforderungen in der Wirtschaft, besondere Herausforderungen an der Börse entsprechend und dann besondere Achtsamkeit gegenüber einzelnen Dingen, auf die man halt besonders ja achten muss. Also wir haben jetzt zum Beispiel diese Stagflationsgefahr. Da habe ich ja dann auch hier, oder da haben wir auch im Blog zum Beispiel bei den Top 50 Dividendenaktien. Da schaut mal, was wir da alles veröffentlicht haben jetzt, alleine diese Woche. Also hier Top 50 Dividendenaktien. Und da haben wir auch mal eure Top Dividendenaktien angeschaut und haben dann hier zum Beispiel auch nochmal so besondere Kriterien geholt im Zusammenhang mit der Stagflation. Da weiß
das Wechselkursrisiko gar nicht dabei. Also was ich sagen möchte ist, es gibt immer so besondere Situationen an der Börse. Momentan haben wir eine relativ komplexe Börsensituation tatsächlich, wobei ich ja mein Bestes gebe, um das Ganze hier zu erklären. Jedenfalls, vergesst nicht, worum es eigentlich geht, ist das langfristige Gewinnwachstum, dass ihr in Qualitätsaktien investiert und dass ihr diese nicht zu teuer kauft. Das ist im Prinzip immer das Wesentliche. Und was sich immer ändern wird, das sind hier die einzelnen Einflussfaktoren, die momentan gerade die Märkte beschäftigen. Aber letztendlich kommt es immer aufs langfristige Gewinnwachstum drauf an und dass ihr die Aktien nicht massiv überteuert kauft. Ich sag's mal so. Wenn wir jetzt Fresenius Medical Care uns mal anschauen, dann sehen wir im Prinzip, dass wir eine Qualitätsaktie haben. Wir sehen aber auch, dass wir hier gewisse Probleme haben in der letzten Zeit. Und ja, woher kommt's? Corona. Dialysepatienten haben meistens ein schwaches Immunsystem. Die meisten sind über 65 Jahre alt. Hat zu einer Übersterblichkeit geführt. Außerdem haben sie auch höhere Lohnkosten gehabt, vor allem in den USA. Stichwort Inflation bzw. Personalintensität. Das wäre dann was, was man aus der Perspektive der Stagflationskriterien sich anschauen kann. Haben also dann hier erstmal sinkende Margen gehabt. Und jetzt hat den Aktienkurs noch was nach unten gedrückt, nämlich, also ihr seht, wir sind hier auf nicht allzeittief, aber auf dem Kurs angelangt, der war schon im Jahr 2011 erreicht, also langzeittief sozusagen, aber nicht allzeittief. Und der letzte Tiefschlag, den man hier bekommen hat, das war hier aufgrund eines Urteils, wo Davita, das ist ein Konkurrent von Fresenius, einen Arbeitgebergesundheitsversicherer, das ist das richtige Wort, ich hoffe, ihr versteht es, verklagt hat und gesagt hat, er muss die Dialysebehandlung bezahlen und es geht nachher nicht an Medicare abwälzen, die niedrigere Sätze haben. Das Supreme Court, der oberste Gerichtshof in den USA, hat gesagt, nee, das passt schon alles so. Und das hat eine kleine Schockwelle ausgelöst, weil so die Befürchtung halt im Raum steht, dass jetzt andere Arbeitgebergesundheitsversicherungen hingehen und sagen, ja cool, dann bezahlen wir die Dialyse auch nicht mehr, dann sollen sich andere drum kümmern, ist uns egal. Und das wäre natürlich nachteilig für die Vergütungs wegen der niedrigeren Vergütungssätze für Fresenius Medical Care. Fresenius Medical Care bzw. das Management selbst sagt, das ist erstmal relativ gelassen, sagt, für dieses Geschäft hat es definitiv keine Auswirkung und wir glauben auch nicht, dass es längerfristig Auswirkungen hat, aus diversen Gründen, was jetzt zu tief führen würde. Jedenfalls üben sie sich da in Klammer auf, Zweck, Klammer zu, Optimismus. Die Börse hat es anders gesehen, hat den Aktienkurs jetzt nochmal nach unten geschickt. Und das könnte jetzt natürlich auch ein interessantes Einstiegsszenario sein. Das habe ich mit dem Kollegen gegen das Mikrofon gehauen, ist hoffentlich keiner taub geworden deshalb. Wenn wir das Ganze uns hier anschauen, dann sehen wir im Prinzip, langfristig ist das Gewinnwachstum da. Jetzt haben wir hier eine Delle, einmal aufgrund stagnierender Umsätze und dann hier Margendruck. Ich habe es schon ein bisschen erwähnt, warum gestiegene Lohnkosten und die Patienten sind hier, das hat mit dem Umsatz zu tun, ja, etwas weniger geworden durch die Übersterblichkeit. Wir haben hier einen relativ hohen Goodwill auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir hier eine stabile Tilgungskraft, das heißt, der freie Cashflow ist immer da und die Dividenden sind soweit auch gedeckt. Stichwort Dividende gibt es jetzt momentan fast 3%. Also ihr seht, dass die Dividende, wenn wir das hier mal wegmachen, dass die Dividende hier ist mal unregelmäßig gezahlt worden offensichtlich, sicherlich mit Corona zu tun gehabt, hat man sich das Management noch ein bisschen am Kopf gekratzt und überlegt, ob es noch die Dividende zahlen soll oder nicht, dann haben sie sie doch bezahlt. Würde ich jetzt mal so interpretieren. Ihr seht, dass die Dividende hier bei 3% auf einem, fast auf dem Allzeithoch ist. Während der Finanzkrise gab es mal 3,9. Aber im Prinzip ist die Dividende sehr hoch, soll weiter steigen. Ist also eine interessante Dividendenaktie mit einer durchschnittlichen Dividendensteigerung hier im hohen einstelligen Bereich. Jetzt kann man nochmal anschauen, wie es aussieht mit der Bewertung. Dann nehmen wir einen bereinigten Gewinn und dann gehen wir mal hier auf den kompletten Zeitraum, berechnen den Durchschnitt über alles. Es ändert kaum was. Ist dann auf 18,2 geht es ein bisschen runter, die durchschnittliche Bewertung. Wir nehmen also dieses 18,2er Multiple basierend auf dem bereinigten Gewinn. Man kann ja auch wieder hier schön sehen,
wie der Gewinnverlauf den Aktienkurs beeinflusst. Hier haben wir jetzt diesen Corona-Einbruch in erster Linie. Und da sieht man auch, wie der Aktienkurs nach unten geht. Und dann legen wir mal hier den fairen Wert drüber, bereinigt. Machen wir das mal weg, so ein bisschen näher ran. Und dann sieht man, dass man hier doch, also zum einen ja einen begründeten Kursrückgang hat. Auf der anderen Seite fällt er möglicherweise schon übertrieben aus. Wir haben hier momentan nämlich nur ein 14er KGV und 18 ist der Durchschnitt gewesen. Also günstiger die Aktie, Renditeaufholungspotenzial. Erstmal rein rechnerisch enorm. Jetzt kann man mal gucken, ob dieses 14er KGV wirklich so günstig ist. Wenn wir das prognostizierte Gewinnwachstum uns mal anschauen auf dem bereinigten Gewinn, dann ja, tatsächlich, vor allem ein bisschen nach hinten raus, auf nächste und übernächste Geschäftsjahr, soll der Gewinn steigen um die 16%, jetzt erstmal nur in Anführungszeichen um 7%. Und es werden, dann würden natürlich massive Kursgewinne winken. Die Frage, die man sich jetzt stellen kann und die sich mir aufdrängt, inwiefern tun den Analysten jetzt zum Beispiel den starken Dollar, den starken Dollar, der auch der letzten Monate, also kurzfristig, in ihre Analysen bezüglich hier des Gewinnverlaufs mit einarbeiten? Also haben sie das berücksichtigt, ja oder nein? Kann ich natürlich im Detail nicht sagen. Wir haben hier ja wir haben hier 15 Analysten. Wir zeigen hier die Konsensschätzung an. Ich kann nur sagen, wir tun das Ganze technisch jeden Tag aktualisieren, basierend auf dem, was FactSet uns liefert. Was der einzelne Analyst sich genau gedacht hat bei seiner Schätzung, bleibt ein bisschen Geheimnis. Da das hier aber im Prinzip, was ich sage, ja kein Geheimwissen ist, wäre es eigentlich der Job eines guten Analysten, das zu berücksichtigen. Ob er es getan hat, kann ich aber nicht sagen. Wir wissen aber im Prinzip, dass jetzt erstmal das Geschäftsergebnis, in diesem Fall von Fresenius, Rückenwind erhalten wird durch den starken Dollar und zwar relativ massiv. Und wenn wir dann hier mal schauen, was so diese Steigerungen sind, zum Beispiel von 3,30 auf 3,70, könnte ich mir vorstellen, ganz gut, dass es alleine schon die Wechselkurse tragen, diese Steigerung. Okay, also wir sehen hier Fresenius Medical Care, könnte eine interessante Dividendenaktie sein. Relativ günstig bewertet. Sie haben operativ tatsächlich Gegenwind. Sie gehen das auch an, zum Beispiel über ambulante Dialyse, also von zu Hause aus, niedrigere Personalkosten, niedrigere Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt und so weiter. Nichtsdestotrotz, die müssen auch erstmal durch ein Tal der Tränen durch. Wenn sie es schaffen, winken massive Kursgewinne. Für wen ist Fresenius geeignet? Da haben wir die Aktienfinder Scorecard zum Beispiel, hier ist sie. Da haben wir drei idealtypische Anlagestrategien, Dividendenertrag, ich will hohe Dividende sofort und das Wachstum, also das Wachstum der Dividende und die Kursgewinne, da gebe ich mich weniger zufrieden. Dividendenwachstum, dynamisches Wachstum, niedrige Anfangsdividende, dann aber nach hinten raus soll die richtig schön wachsen. Gewinnwachstum, Dividenden sind mir wurscht, ich will alleine Kursgewinne haben. Dann sieht man Dividendenertrag, also 8 Punkte, das ist schon mal richtig gut. Maximum sind 10. Dividendenwachstum, bisschen weniger, aber auch noch zufriedenstellend, könnte man sagen. Wir haben eben gesehen, hohes einstelliges Dividendenwachstum in der Vergangenheit erzielt. Und Gewinnwachstum ist schon weniger. Da müsste man schon ein bisschen auf den Turnaround hoffen. So, das war die erste von über, die erste Aktie von über 100, die vom starken Dollar profitieren. Das Video wird also etwas länger dauern. Kleiner Scherz, wir machen jetzt ja nur noch 2 weitere Aktien. Den Rest könnt ihr euch dann selber angucken. Das nächste ist, finde ich, ein ganz interessanter Konzern. Der heißt Wolters Kluwer aus den Niederlanden mit einer Marktkapitalisierung von 26 Milliarden Dollar. Gar nicht so klein. Allerdings hier, man sieht es schon, null Analysen. Also das ist irgendwie immer so unter ferner Liefen. Obwohl das Unternehmen ganz erfolgreich agiert, ist ein, also man könnte sagen, es ist ein Medienkonzern, ist ein Mediensoftwarekonzern. Das heißt, er bietet seine Medien über Software an. Ich selbst bin auch Kunde da, habe die Steuersparerklärung schon seit dem Jahr. Oh, ich weiß nicht. Also bestimmt seit 15 Jahren kaufe ich jedes Jahr einmal ihre Software für 24 oder 29 Euro und mache damit meine Steuererklärung.
Die sind ein Unternehmen, ich glaube, ich habe hier die Webseite offen. For Professionals, sagen sie, also sind in den Bereichen Gesundheit, Steuern und Buchhaltung, auch wenn ich ein Privatkunde bin, Finanzen, Compliance, Rechts und Verwaltung, und da bieten sie eben Softwarelösungen an, erzielen mittlerweile 80% ihrer Einnahmen aus Abo, also über Abo-Modelle, also sehr wiederkehrend. Und wie ihr sehen könnt, läuft das Geschäft. Sie kaufen immer mal wieder zu, das ist der Goodwill auf der einen Seite. Auf der anderen Seite seht ihr auch, dass die Schuldenquote doch gesunken ist auf das zu verzinsende, auf die zu verzinsenden Schulden bei 33%, war schon bei über 40% gewesen. Wenn ich länger rauszoome, dann komme ich sogar auf 52%. Also es geht schon wieder in die richtige Richtung. Und was wir auch sehen, hier einen richtig stabilen, freien Cashflow und entsprechend auch eine hohe Tilgungskraft nach Berücksichtigung der gezahlten Dividenden. Aktien kaufen die auch zurück. Sehen wir die Margen, die steigen schon die ganze Zeit hier, die operativen Margen. Und der Umsatz steigt auch und das führt dann eben zu steigenden Gewinnen und Cashflows und das führt wiederum zu steigenden Kursen, also Kursgewinnen. Wenn wir mal gucken, hier auf 10 Jahre haben die jährlich im Durchschnitt 24% Rendite gemacht für ihre Aktionäre. Also die Aktie ist natürlich nicht schlecht, ein absoluter Outperformer, momentan nah vom Allzeithoch, während viele andere Aktien fallen. Also das ist schon relativ krass. Wenn wir uns mal den Dividendenturbo angucken, ist auch eine Dividendenaktie, da sehen wir aufgrund der stark gestiegenen Kurse, dass die Dividendenrendite momentan nur noch bei 1,6% liegt. Das ist also ein bisschen niedriger, halb so hoch wie bei Fresenius. Dafür hat hier das Dividendenwachstum zugelegt. Im Schnitt der letzten 10 Jahre bei 9%, im Schnitt der letzten 5 Jahre jährlich bei 16% und geschätzt bei 18%. Also das ist das, was man dynamisches Dividendenwachstum nennen kann. Und da ist dann natürlich interessant, auch was sagt Wolters Kluwer, was das Management bezüglich dem Wechselkurs. Und das habe ich hier irgendwo. Ah, da steht es im letzten Quartalsbericht, wird es wahrscheinlich gewesen sein. Oder es könnte auch der Jahresbericht gewesen sein. Na, schauen wir mal. Ist egal, es geht ums Prinzip. If current exchange rates persist, also wenn die aktuellen Wechselkurse so beibehalten, wird der US-Dollar einen positiven Effekt auf die Ergebnisse des Jahres 2022 in Euro bilanziert haben, bilanzieren in Euro. Und im Jahr 2021 erzielte Wolters Kluwer über 60% ihrer Umsätze und des Gewinns in Nordamerika. Und was sie jetzt noch sagen im letzten Satz ist, wenn sich der Wechselkurs um 1 US-Cent bewegt, hat das Auswirkungen auf den Gewinn in Euro von 2 Euro-Cent. Also, da ist sogar noch so ein kleiner Hebel drin. Warum genau, weiß ich nicht. Aber es betont die Bedeutung des Wechselkurses. Dass das Management nicht gelogen hat, sieht man hier. United States and Canada, 61,7% der Umsätze im Jahr 2021, das ist die grüne Fläche. Kanadischer Wechselkurs zum Euro, der verläuft ähnlich wie der US-Dollar, habe ich noch nachgeschaut. Also, der steigt auch, wobei die eher hauptsächlich die Umsätze nicht in Kanada, sondern in den USA machen werden von den 62%. Also auch hier Währungskurs Gewinner. Und da ist jetzt natürlich noch interessant, wie sieht es mit dem fairen Wert aus? Und da ist die Aktie leider sehr teuer momentan. KGV bereinigt 18, aktuell knapp 30. Das wäre dann so ein Fall für ein Kauflimit. Wo genau? Könnt ihr, würde ich sagen, dann selber rauskriegen oder ich zeige es ganz kurz. Also bereinigter Gewinn, fairer Wert bereinigt, das sieht man hier, das ist ganz klar unten drunter verläuft der faire Wert bereinigt. Aufs laufende Geschäftsjahr 74 Euro, aber die Aktie kostet fast 100 Euro. Also ein klarer Fall für ein Kauflimit. Gucken wir mal, was bei der nächsten Aktie, der Nummer 3, besser aussieht. Die Nummer 3 ist Weltmarktführer in einem 100 Milliarden Euro Markt. Und zwar geht es da um Brillen und Kontaktlinsen. Die Rede ist von Essilor Luxottica. Zusammenschluss von Essilor und Luxottica, habe es schon erraten. Und jetzt haben sie auch noch Grand Vision übernommen. Po, da muss ja eine Menge Goodwill anfallen. Ja, stimmt auch. Die sind Franzosen. Wo jetzt wahrscheinlich wieder einer oder andere schreiben mit, oh, französische Quellensteuer. Lass mich damit in Ruhe. Aber vielleicht ist ja die Dividendenrendite so niedrig, dass man die nur wegen Kursgewinnen kauft und die Aktie so unterbewertet. Wollen wir mal schauen.
Also, Silior Luxotica, hier sind sie. Marktkapitalisierung von 68 Milliarden Euro fast. Also, es ist größer als beispielsweise BASF. Also, kein kleines Unternehmen. Wahrscheinlich weniger bekannt hierzulande als Fielmann, aber da passt Fielmann 20 Mal rein von der Marktkapitalisierung. Schauen wir mal, was das Management so zu sagen hat. Habe ich es überhaupt offen? Ah, da ist es. Das ist Silior. Und die sagen hier zum Beispiel: Silior Luxottica operates all over the world. Also, sie sind überall in der Welt tätig. Und deshalb gibt es natürlich Wechselkurseinflüsse. Und dann schreiben sie aber hier: Der hauptsächliche Wechselkurseinfluss ist Euro zu US-Dollar, weil ungefähr, schreiben sie, 40% der Umsätze in US-Dollar gemacht werden und sogar 65%, also zwei Drittel des Gewinns aus dem Dollarraum kommt. Und das sieht man auch hier, wenn wir da jetzt reingehen in die Region, das sind sogar 46, nicht 40%, ungefähr 40% haben sie geschrieben. Also 46,3% wird in den Vereinigten Staaten vom Umsatz erwirtschaftet, das ist die grüne Fläche hier, ist natürlich massiv. Auch die werden jetzt Rückenwind bekommen. Man sieht hier einen Einbruch, ähnlich wie Fresenius Medical Care, Corona geschuldet. Die sind vertikal integriert, das heißt, die forschen, entwickeln, produzieren Brillen, Gestelle, Brillengläser, Kontaktlinsen, alles selber. Vertreiben auch in eigenen Filialen, gerade die Übernahme von Grand Vision, da haben sie auch nochmal sehr viele Filialen übernommen. Aber ihr könnt sicherlich auch die Produkte beispielsweise bei Fielmann kaufen, bei Optikerketten, die dann deren Kunden wiederum sind, also von Essilor Luxottica. Wir hatten hier einen Einbruch gehabt, immer noch Gewinn gemacht und jetzt seht ihr, wie das Ganze wieder nach oben geht. Umsatz ist runtergegangen, Margen sind auch nach unten gegangen. Jetzt haben wir hier wieder eine Erholung. Wir sehen einen hohen Goodwill, das war der Merger zwischen Essilor und Luxottica. Und hier 2021 haben sie Grand Vision gekauft. Wir sehen eine Verschuldungsquote von 22% auf den auf die verzinsten Schulden, auf die zu verzinsenden Schulden. Also es ist relativ niedrige Verschuldung. Die haben trotzdem gesagt gehabt hier beim Merger, dass sie neue Aktien ausgeben, aber das war auch im Rahmen der Verschmelzung. Das war ein bisschen andere Geschichte. Naja, also der hohe Goodwill, den kann man skeptisch sehen. Muss man darauf vertrauen, dass das Management weiß, was es macht. Also ist hier Luxottica, kann man denke ich schon sagen, das war ein Erfolg. Und Grand Vision, ob die auch so schön verarbeitet werden können wie der Merger, muss man mal schauen. Das Management macht allerdings eine allgemeine ganz gute Figur, meines Erachtens. Gucken mal dann zum fairen Wert rein. Und wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, seit der Finanzkrise bis heute haben wir eine Rendite von 14,2%. Wolters Kluwer hatte mehr gemacht. Die haben jetzt auch die Aktie jetzt auch ein bisschen abgegeben von 194 auf 150 Euro. Also hier ist eine Korrektur gewesen. Weckt Hoffnung, dass die Aktie vielleicht etwas günstiger bewertet sei. Die Hoffnung wird aber, der Hoffnung folgt die Ernüchterung, wenn wir mal gucken auf den bereinigten Gewinn, ein 32er KGV. Jetzt kann man sagen, okay, das ist jetzt noch quasi noch die Auswirkungen des Einbruchs auch von Corona. Jetzt aber die Lockdowns ausbleiben, dann denken wir uns hier mal so eine Linie und dann geht die Linie quasi so ein bisschen hier fort und dann wäre das hier der bereinigte Gewinn, das an dem man sich orientiert, das ist nämlich der fürs laufende Geschäftsjahr und dann würde dann das KGV entsprechend sinken auf 25. Gewinnwachstum hier über die Jahre hinaus von um die 10%. Bisschen vielleicht drüber. Das sind die Prognosen der Analysten. Wenn wir jetzt mal den Fernwert bereinigt hier reinlegen, dann sehen wir, und das ist natürlich schon sehr auffällig, diesen Earnings Boost quasi. Und zwar innerhalb eines halben Jahres soll der stattfinden, dass der Gewinn von 4,62 auf 6,7 quasi nach oben emporschnellt. Also so eine Steigerung gab es auch hier schon aus dem Corona-Loch. Ob das realistisch ist, muss man mal schauen. Rückenwind haben sie auf jeden Fall durch die Wechselkurse, aber da gibt es natürlich auch entsprechend Risiken. Also, wenn man einfach nur schaut, ganz mechanisch, dann nimmt, dann hätte man hier Kursaufholungspotenzial, beziehungsweise Kurspotenzial hier von 20% aufs Jahr, weil hier der faire Wert schon bei 195 liegt. Da war ja der Aktienkurs übrigens bereits.
jedenfalls in der Nähe, momentan nur bei 150. Aber es sind ja auch Risiken enthalten, wie ich meine. Und da ist schon viel Optimismus drin. Also da wäre ich tatsächlich dann zurückhaltend, obwohl es sich wirklich um eine Qualitätsaktie handelt. Das heißt, ich würde hier eher vorsichtig spielen. Ich würde mal sagen, okay, was ist denn, wenn der Gewinn deutlich niedriger steigt? Was habe ich denn dann für ein Renditepotenzial? Jetzt gehe ich mal hier mal in dem Beispiel noch von knapp 173 Euro aus. Dann habe ich aber aufs Jahr immer noch eine Rendite von 11,5%. Also eine jährliche Rendite von 11,5%. Das ist ja auch schon überdurchschnittlich hoch. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Qualitätsaktie, wenn einen die französische Quellensteuer nicht schreckt, wo man dann auch überlegen könnte, ob man zum einen oder anderen Kurs einsteigt, weil es auch eine ganz nette Diversifikation ist, denke ich, auch von der Branche. Und wie gesagt, sind Weltmarktführer. Ich habe auch hier eine Scorecard oder wir haben auch hier eine Scorecard gemacht, die zeige ich mal noch. Wolters Kluwers habe ich jetzt unterschlagen, aber in dem Artikel findet ihr die dann auch. Hier ist die zum Beispiel für Essilor Luxottica. Und da haben wir jetzt einen leider Punktabzug aufgrund des Gewinnwachstums. Das war der Corona-Effekt. Sonst wäre die Punktevergabe etwas höher ausgefallen. Ihr seht aber hier in erster Linie für Fans dynamischen Dividendenwachstums interessant. So, meine lieben Freunde, das waren drei Aktien von über 100 Unternehmen bzw. Aktien, die tendenziell profitieren von dem starken US-Dollar, 113 sind es, um genau zu sein. Ich verlinke euch den Artikel, der ist nicht komplett frei, der ist teilweise Premium. Wir veröffentlichen ja auch Premium-Artikel mittlerweile für unsere Bezahlmitglieder, um da zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Wenn es euch interessiert, dann hoffe ich, dass ihr schon Premium seid, dass ihr euch die Liste anschauen könnt. Ja, ansonsten nochmal der Hinweis, egal was gerade gespielt wird, an der Börse, wichtig ist immer, dass ihr nicht vergesst, auf Qualitätsaktien zu setzen. Schaut euch die Bewertung an. Ihr könnt euch gerne noch immer zusätzlich die Kriterien anschauen, die gerade gespielt werden, aber vergesst vor dem ganzen Tohuwabohu, was da gerade passiert, nie, dass das Wesentliche halt das ist, dass es ums langfristige Gewinnwachstum und Qualitätsaktien geht. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, gute Investments und bis zum nächsten Mal. Ciao!